Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute wieder ihre Kommentatoren. Heute spricht alles für eine hochinteressante Partie. Nottingham Forest gegen Motherwell. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht Menge und Spannung. Number 11, Jack Stevens. Number 23, Ben Osborne. Number 14, John Jones Shelby. Number 27, Trezeguet. And number 40, Hoji Chan. Die Gastgeber haben sich heute für diese Aufstellung entschieden. Sie gehen mit einem 5-3-2 in dieses Spiel. Fünferkette also hinten. Wir werden sehen, wie offensiv dann die Außenverteidiger ihre Rolle interpretieren. Also wenn die auflaufen, dann weißt du, was du bekommst. Das wird ein intensives Spiel, Buschi. Ja, Wolf, weil sie natürlich immer wieder über das Pressing kommen, weil sie dem Gegner auf den Füßen stehen, weil sie ihm keine Luft zum Atmen geben. Thank you. Enjoy the game. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Und sie machen nichts aus der Chance, Ball ist weg. Ramsey. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Michi Batshuayi. Sebastian Rode. Francisco Klar. Geht dazwischen und hat den Ball. Klar. Batshuayi. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Wang Hee-chan. Gutes Technik. Er treibt den Ball nach vorne, ein starker Sprint. Da kommt der Schuss. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Ja, das ist die kurze Variante. Haben wir das erste Tor dieser Partie. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Er geht dazwischen.
Rode. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Er hat den Ball, wird da was draus? Einfacher Ball hier für den Torwart. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Ball in den 16er. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Ramsey. Er zieht einfach vorbei. Sebastian Rode bringt den Ball jetzt in die Mitte. Die Balleroberung. Exzellentes Pressing. Jetzt können sie vielleicht kontern. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Steven Zuber. Francisco Klar. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Wang He-chan. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Kurz vor dem Pausenpfiff liegen die Gäste hier knapp in Führung. Es ist eine verdiente Führung aus meiner Sicht. Mit einem Tor sind sie vorne, machen viel richtig, stehen gut, haben klasse Ideen. Ich glaube, wenn sie so weitermachen, dann kann es den erhofften Sieg geben. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Sehr gut aufgepasst. Das könnte was werden. Das ist die Chance. Im Grunde müssen sie dadurch hier die Führung weiter ausbauen, oder? Ja, Logo, die müssen sie machen. Dann können sie das Ganze hier deutlich entspannter anschauen. So bleibt spannend. Sie laufen diesen knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt. Wang He-chan, der ist drin, es steht unentschieden. Das Tor wird gut tun. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Eigentlich waren sie schon weg vom Fenster und jetzt sind sie wieder da.1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Pausenpfiff, jetzt geht es erstmal in die Kabinen und dann legen wir hier gleich wieder los. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an.
Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Steven Zuber. Ich dachte, er legt den Ball auf, aber dann schießt er selbst. Gute Variante, aber der Torhüter hier noch besser. Michy Batshuayi. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Energisch den Ball geklärt, es gibt Einwurf. Das könnte vielleicht was werden. Da ist der Schuss. Ball wird abgeblockt. Wang Hee-chan. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Wang Hee-chan. Ja, setzt sich schön durch. Das könnte die Führung geben. Das war nicht zwingend genug. Den hält er sicher. Sie sind auf dem Papier das bessere Team, aber richtig gute Chancen sind nach wie vor Mangelware. Und dann darf man sich nicht wundern, dass es nur unentschieden steht. Jetzt ist da hinten erstmal die Abwehr gefragt. Gut geklärt, aber Einwurf. Da ist Platz. Oh, viel Platz jetzt. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Steven Zuber. Michy Batshuayi. Aber was Zählbares kommt am Ende dann doch nicht heraus. Gute Aktion. Wang Hee-chan geht dazwischen. Er zieht vorbei. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Und dann ist der Ball doch weg. Puckler. Batshuayi. Shelby. Guter Zweikampf. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Seyd Hüsey, Sebastian Rode. Jetzt kann er es machen. Torhüter ist da, aber war auch ein dankbarer Ball. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Viel Zeit bleibt nicht mehr in dieser Partie und die Fans wollen endlich den Siegtreffer sehen. Und entsprechend groß ist der Lärm hier nochmal. Ich bin gespannt, was hier noch passiert in den letzten Minuten. Gibt's hier vielleicht doch noch die Chance auf den Siegtreffer? Kurze Distanz, kein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Sehe ich auch so, wenn der Platzierter kommt, dann wird es gefährlich.
Super. Hisai. Gut gearbeitet. Er hat den Ball. James Brie. Und jetzt gibt es Einwurf. Und jetzt wird auf beiden Seiten gewechselt. Francis Coquelin to be replaced by number 22, Callum Stiles. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Die Fans ahnen, das ist vielleicht die Chance. Kurz vor Ende nochmal die Chance aus kürzester Distanz, aber es bleibt beim Remis. Was für eine Parade, überragend! In den Strafraum. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Kein Sieger nach 90 Minuten. Unentschieden.